Herzlich willkommen bei Wenn Berlin. Hallo liebe Kastenwagenfreunde, liebe teilintegrierte Freunde. Heute gibt es was ganz Besonderes. Neben mir steht der Marco vom Autohaus Hillebrand aus Paderborn. Richtig. Ich habe es richtig gesagt, alles klar. Wir schauen uns Messeneuheit, genau. Kann man fast Weltneuheit eigentlich sagen, oder? Weil für Jottiline ja, ansonsten in anderen Formen gab es diese Bauart schon, aber hier wirklich was Neues. Hier ist es in jedem Fall eine Riesenneuheit und live von Caravan Salon 2022 gibt es jetzt den C66 in einer ausführlichen Roomtour für euch. Nach dem Intro geht's los. Herr Marco, erstmal vielen herzlichen Dank, dass du noch Zeit für mich hast. Wir haben heute den zweiten Messetag hinter uns. Ja. Ja. Der Samstag ist ja immer Großkampftag hier bei euch auf der Messe. Also war schön. Wie immer. Ich mache gerne Messe. Ja, ja, nee, das glaube ich gerne. Und ich habe heute beobachten können, dass von diesem Fahrzeug sehr, sehr, sehr viele Leute standen und sehr viele Menschen sich das Ding angeguckt haben. Was haben wir hier? Wir haben hier den Jottiline C66 Kompakt. Und das Kompakt, das steht für? Die Breite von dem Fahrzeug. Ja. Wir haben ja im teilintegrierten Bereich in den meisten Segmenten dort 2,35 Meter Breite, im Kastenwagenbereich so im Schnitt 1,95 Meter. Und hier sind wir bei einer Fahrzeugbreite von 2,15 Meter. Das heißt, wir haben ein gesundes Mittelmaß zwischen den beiden. Das heißt, wir können das Fahrzeug sehr gut in der Stadt bewegen, auch für Parkplätze, weil es nicht allzu breit ist. Wir sind da ein bisschen flexibler und haben so dieses Pendant zwischen Kastenwagen und teilintegriertem Fahrzeug. Das heißt, wir haben die Länge, wir haben das Raumvolumen innen drin mit Einzelbetten etc. Kurze Wortmeldung hier von mir. Entschuldigung. Nein, alles gut. Kastenwagen ist ja so klassisch 1,95 in etwa, kann man sagen, breit hinten. Wir fahren ja einen, aber das ist uns persönlich auch ein bisschen noch zu klein, also wir hätten gerne ein bisschen mehr. Aber ein Teilintegrierter mit, der müsste so um die 2,35 haben, ist vielen dann schon wieder zu breit, ne? Wenn man sich dann die Spiegel anguckt und das trägt dann mächtig auf, dass man also an dieser Stelle, ja, kommt der ganze Korpus hinten durchaus 20 cm auf jeder Seite raus. Das ist ungefähr so auf dieser Höhe, ne? Genau. Und da habt ihr euch einfach gedacht, okay, wie kann man das Ganze kombinieren? Und entstanden ist der C66 und der hat nämlich wieder nur 2,15 Meter, nur um das nochmal ein bisschen, alles klar, jetzt wollte ich dich aber nicht zu sehr unterbrechen. Alles gut. Also das ideale Fahrzeug, das habt ihr jetzt mit einer Länge von 6,60 Meter, habe ich gerade. Der ist 6,60 Meter, den gibt es auch noch mit einer Länge von 6 Meter. Ja. In diesem Fall 6,60 Meter hat den großen Vorteil, hat Einzelbetten. Kann man natürlich in der Mitte auch zusammenlegen, sehen wir gleich im Innenraum einmal. Ja. Ich würde sagen, wir gehen auch gleich rein, aber wir schauen uns einmal das Ding von draußen an, gehen auf die Außenelemente kurz ein. Und genau, dann oben Hutze mit Fenster zum Öffnen. Das ist in der Privilegausstattung so. Ja. Dazu oben kleine LED-Lampen. Dasselbe befindet sich dann auch nochmal mit den LEDs hinten am Heck. Auf was für ein Basisfahrzeug gibt es den? Auf hier Peugeot ist er Boxer, auf Citroën Boxer. Jumper und Fiat Ducato. Also die drei Klassiker. Die drei Varianten. Ne? Fiat Ducato natürlich auch wieder mit der 9-Gang-Speed-Automatik. ZF. Oben also Rückfahrkamera. Könnte ich ja scherzhaft fragen, ob es den wirklich gibt, den Ducato, aber den gibt's. Ducato und den Automatik. Gibt's also. Ist nur eine Frage der Wartezeit, wie geduldig man ist. Wenn ich Ducato und Automatik in Kombination höre, dann verdreht es den meisten die Augen. Okay, eine riesen Klappe haben wir hier hinten. Das heißt, wir haben auch eine riesen Garage wahrscheinlich. Ich prüfe noch mal ganz kurz, ob wir da ankommen. Ist auch serienmäßig die zweite Klappe, ist jetzt kein Sonder. Die andere Seite ist offen. Ah, die andere Seite ist offen. Gut. Andere Seite ist offen. LED-Rückleuchten, das ist jetzt so, wie es jetzt hier abgebildet ist, das Privileg. Ja. Ausstattungsmerkmal. Die Fahrzeuge haben serienmäßig immer 230 Volt Steckdose, Heckgaragenbeleuchtung. Ja, da haben wir die Dose. Fahrzeugösen. Genau. Gaskasten 2x11 Kilo. Ist in dem Fall mit Duo-Control. Was heißt die bei Standard? Nein. Das ist eine Option sicherlich, oder? Duo-Control ist Option. Ist Option. Genau. Ja. Kann ich nur empfehlen. Sollte dann in jedem Fall machen, falls ihr das mal vergesst. Es hilft dann immer dann, wenn man es nicht gebrauchen kann. Ne? Ja, aber wenn ihr mal den Gashahn vergesst zuzumachen oder ihr wollt die Warmwasseraufbereitung in der Fahrzeit noch irgendwo und irgendwie. Naja, also wir haben das Ding auch und ich kann das nur empfehlen. Und was wir haben? Wir haben Rahmenfenster. Wir haben jetzt nicht die aufgesetzten, sondern wir haben hier wirklich Rahmenfenster. Das heißt auch gerade beim Parken, Stadtbereich etc. wieder super. Es steht nicht zu viel heraus, mal abgesehen jetzt von der Außenbeleuchtung. Und es ist auch wesentlich besser. Ist es leiser beim Fahren? Es ist definitiv leiser. Du hast weniger Windgeräusche, weniger Probleme mit Gischt, Wasser, Dreck etc. Ja, also ist auch optisch wesentlich schöner. Ja, der eine sagt so, der andere sagt so, aber mir gefallen die auch so besser. Also das muss ich auch sagen. Ja. Okay, dann würde ich sagen, von außen haben wir es soweit. Markise sicherlich kann man nachrüsten, also das ist jetzt hier auch nicht das Thema. Das ist kein Problem. Die kriegt man auch bergseitig, wenn man möchte. Ja. Wir haben jetzt hier eine etwas breitere Aufbautür.
Die hat eine Doppelschließanlage. Das heißt, wir haben nicht nur in der Mitte eben halt zum Verschließen, sondern wir haben wirklich zwei Haken, die das Ganze sichern. Ja. Wir haben ein Fenster mit einem Plissé in der Tür verbaut. Und oben für die Öffnung haben wir nochmal ein Gasdruckdämpfersystem. Also abdunkeln und oben. Nee, abdunkeln reicht ja. Ist ja nicht zu öffnen, das heißt, einen Insektenschutz brauche ich an der Stelle ja nicht. Der sitzt dann sicherlich aber dahinter, da sehe ich es eigentlich auch schon. Genau, der sitzt innen, der ist ein bisschen weiter reinversetzt. Dadurch, dass wir oben ja die Aufnahme für den Gasdruckdämpfer an der Tür haben. Ja. Und dementsprechend braucht man ein bisschen Spiel, deshalb ist es ein bisschen weiter nach innen gewandert, als man es eigentlich kennt. Okay, Gasdruckfeder, damit der die Tür offen hält und genau. Die nicht durch Windzug entsprechend... Ähnliches Prinzip, Kofferraumklappe. Ja, okay. Ne? Für die, die es vom PKW kennen. Okay, würde ich sagen, gehen wir mal rein? Ja, bitte. So, erster Eindruck. Ja, es ist schön breit hinten. Ne? Also dadurch, also was heißt schön, aber es ist so breit, dass ich erstmal vom freien Blick nach hinten durchgucken kann. Und das ist ja das, was meistens das Raumgefühl ausmacht, wenn du so eine freie Sichtachse hast. Richtig. Ja, hier hast du vorhin gesagt, es gibt zwei Längsbetten, aber die können wahlweise zusammengestellt werden, dass ich also eine riesen Spielfläche habe. Genau, dafür ist dieser Einsatz, der jetzt oben drauf liegt, da ist Matratze inklusive diesem Holzbrett. Ja. Das ist jeweils einzeln, das kann man einsetzen. Vorne vor mit den grauen Ösen, da wird dann die Leiter eingehängt, weil die Treppe dann nicht mehr nutzbar ist, weil wir die verdecken dadurch. Trotzdem kommt man dort noch dran, um eben halt an die Stautlappen zu kommen für Batterie, NATO-Knochen etc. Ja, das hast du schön gesagt. So, ich mache das einfach mal alles jetzt hier so ein bisschen auf und zu. Du hast auch die Möglichkeit auf der rechten Seite durch Anhebung der Holzplatte hier nochmal an das Fach dran zu kommen. Dementsprechend. Und dadurch siehst du dann auch von der Heckgarage den Zugang. Also hier könnte ich mir auch eine Kleiderstange beispielsweise noch reinsetzen. Genau, und dann theoretisch auch von der Seite und von der Heckgarage aus zuladen. Ah ja, stimmt. Okay. Ja, gefällt mir. Und das ist gleichzeitig abgetrennt. Also es ist irgendwie... Okay. So, hier hinten haben wir auch noch zwei kleine Stauffächer. Genau. LED-Beleuchtung mit USB. Linke Seite einfach drücken. Genau. Ja, kleiner Ausfallschutz vorn. Genau. Die Lampen haben sich ein bisschen verändert bei Jotty Line. Die sind jetzt schwarz geworden. Was waren die früher? Die waren vorher weiß. Weiß. So Permut weiß. Und davor waren sie in Chrom. Ja. Und rundlich. Ja, aber sie sind zierlich schick. Also ich meine, zum Schluss ist eine Beleuchtung. Klar. Also, interessant ist, dass es USB gleich mit dran hat. Der Vorteil ist, die Kopfteile sind mit LED. Das heißt, wir können die abnehmen. Das heißt, wenn dort mal wirklich irgendwo was ist, haben wir die Möglichkeit, das abzunehmen, können das auch reinigen. Ja. Das ist kein Problem. Aber hier kannst du auch locker damit drei Personen. Oder wenn du zwei kleine Kinder hast, würdest du selbst zu viert auch hier unten schlafen. Und das Schöne ist, du hast eine gute Sitzhöhe. Du sitzt ja jetzt selber auf dem Bett, du hast ja noch Luft. Naja, ich drehe das mal rum. Ich bin jetzt noch nicht unbedingt der Riese mit 1,75. Nee, aber du bist schon ein bisschen größer als ich jetzt. Ja. So, und du hast aber ein relativ hohes Oberkörpermaß. Du willst also sagen, dass ich kurze Beine habe? Ja. Ja, zusammengefasst kann man das so sagen. Ja, das ist nicht mein Problem. Bei mir sind die Beine weiter nach hinten gewachsen. Dafür ist der Bauch weiter vorne. Ja, na, auch, auch schön. Ja, nee, aber um jetzt hier so eine zweite Sitzecke zu machen, ich meine, für Kinder beispielsweise, die können dann hier hinten auch den Vorhang zuziehen und haben wie ein kleines separates Zimmer. Richtig. Und das Ganze bei einer Länge von 6,60 Meter. Das darf man immer nicht vergessen, weil viele, die mit zum Teil integriert sind, haben immer so die 7,40 Meter Länge dann in so einem Kopf. Richtig. Ja, und das ist hier ein bisschen kleiner. Okay, ja, verstehe. Vorne Leiter. Wo lasse ich das Ding am besten beim Transport? Also hänge ich es dann einfach ein? Oder? Ich würde es einhängen, weil wegrutschen nach vorne kann das nicht. Ja. Das ist gesichert, muss es auch, dass wenn jemand hochklettert, dass er dementsprechend damit nicht auf die Nase fällt. Okay. Naja, es ist immer so eine Sache von Matratzen und Bezug sozusagen. Mhm. Weil es kannst du ja alles mal schön hin und her bauen, aber wenn ich nur einen Bezug habe, der über alles geht, dann nutzt mir dieses Hin- und Her-Gebaue auch herzlich wenig. Aber da muss man sich dann Lösungen vom Schneider des Vertrauens einfallen lassen. Okay, schöne Beleuchtung, einfach an aus, ja, dezent, schön flach, aber eben auch schön hell. Kleines Heki hinten habe ich schon gezeigt, ganz normal Insektenschutz und Verdunklung, wie ihr es gewohnt seid. Im Bad Heki serienmäßig oben drin. Das ist serienmäßig, ne? Ja. Stange. Handtuchhalter klappbar. Hier vorne ist noch ein Schränkchen. Das reicht völlig für das Notwendige. Neu konzipierter Waschtisch.
Ja, jetzt hätte ich schon fast mit gefragt. Mit Druckarmatur. Das heißt, fast gefragt, wozu die Stange da ist, aber dazu kommst du gleich nicht. Wir haben eine Druckarmatur verbaut hier, das heißt, wir haben auch eine Druckpumpe verbaut. Ja. Keine Tankinnenliegende, sondern wirklich außerhalb des Tanks mit einem Vorkammersieb, was man auch reinigen kann. Genau, jetzt kommt Fiamma. Das Ganze. Genau. Das Ganze wird rumgeklappt, per Magnet alles. Und Schwenkbad. Schwenkbad, genau. Das sieht schön edel aus. Also weiß und schwarz, Kombination. Aus, ne? Ja, du hast wieder. Man könnte mutmaßen, dass jetzt wieder irgendwelche Leute hier schon geduscht haben, weil wieder irgendwelche Taschentücher hier übrig geblieben sind. Aber wir müssen es euch immer wieder sagen: Wir kommen oder wir stehen auf der Messe. Ja? Und ihr glaubt nicht, was hier am Tag so passiert und was hier alles so. Ein oder andere fehlt schon hier. Genau. Also, hier können wir fast schon froh sein, dass die Brause noch drin hängt. Also, richtig. Bei anderen Fahrzeugen die fehlte, Brause weg. Fehlte die Brause schon. Dafür hat man halt Taschentücher neu dazugepackt. Wie großzügig. Nee, aber das ist geräumig. Also ich gehe jetzt mal selbst hier rein. Also wie gesagt, ich bin ja wirklich nicht der Riese, aber der Schmalste bin ich auch nicht. Und das funktioniert. Lamellentür, das heißt, hier gibt es auch keinen Vorhang oder irgendwas, was an meinem Körper kleben könnte. Sauber verarbeitet. Ja. Marco, als nächstes Küche. Küche, genau. In diesem Fall haben wir eine Besonderheit. Spülbecken, Arbeitsplatte ist aus einem Guss. Stimmt, null Kante. Richtig. Okay. Auch hier das, wieder mit Druckarmatur. Also das würde mir und auch meiner Frau gefallen. Ja, das fühlt sich keine Dreckkante. Ja. Die ist typisch mit der Gummidichtung immer. Und hier und da bleibt der Dreck sonst auch irgendwie immer so ein bisschen leicht kleben. Nee, gut gelöst. Zwei Flammen, beziehungsweise hier. Nee, die haben wir vorsichtshalber rausgenommen. Die sind nicht geklaut. Ich muss sagen, früher gab es hier immer so einen Drehregler. Inzwischen macht man das mit den Fingern vorne. Nee, das ist verständlich. Ist auch schön gemacht worden, dass die Verdunkelung der Fenster vorne in grau ist. Okay, nicht mehr weiß. Genau. Oder beige, besser gesagt. Ja, schwarzes Fliegengitter. Sieht halt gut aus. Ne? Ja, schlicht, aber elegant. Also das ist Kühlschrank. Genau, Kompressorkühlschrank. Was wird der haben? 80 Liter, 90 Liter? Sieht ein bisschen mehr aus als 70. Also. Ja, ich würde jetzt auch tippen, so knapp 80. Ich bin aber auch ehrlich, ich habe es nicht im Kopf. Nee, das ist ja nicht nur entscheidend. Kleines Kühlfach, also damit musst du hier nicht einfrieren, aber sprich, es reicht. Reicht für einen Eiswürfel. Für wenn überhaupt Eiswürfel oder was warm. So, da gucken wir schnell noch aufs Typenschild. Kann es aber ehrlich gesagt auch nicht erkennen auf die Schnelle. Na, C85. Na, man könnte jetzt davon ausgehen, dass er 85 Liter hat. Wir behaupten das jetzt einfach mal. Großer Auszug und ein innenliegendes Schubfach für Besteck. Genau, und alles auch mit Soft-Close-Funktion. Ja, gefällt mir. Hier unten auch nochmal eins. Ja. Stauraum, also die habe ich euch vorhin nicht gezeigt. Also hier gibt es noch mehr Stauraumfächer. Auch in der Küche. Ach, hier für den Kleiderschrank, da haben wir es, die Kleiderstange. Also wer seinen Sakko mitnehmen will, wer noch ein schönes Kleid für den Ball hat, kann es da reinhängen. Sitzgruppe hier vorne. Genau, jede Leselampe im Fahrzeug, wie sie in einem Heck sind, haben einen USB-Anschluss. Ja. In diesem Fall haben wir hier eine Touchscreen-Lampe. Die hat dann hier ihren USB-Anschluss, das ganze System ist dimmbar. Ja. Ne, die nette mit Kunstleder-Stoff-Kombi. Und auch Tisch in der Dinette wieder umbaubar zum Schlafplatz, absenkbar und Tischbein umklappen. Vorne das Heki zum Öffnen in der Hutze. Was in der Privilegausstattung mit drin ist. Bisschen Stauraum vorne wieder für das kleine Zeugs, für Spiele, Karten und was auch immer, was man halt so mit hat. Aber es ist eben dadurch, dass es hier vorne oben offen ist, ist es einfach für den Kopf eine angenehme Geschichte. Richtig. Also ich meine, gut, es geht ein bisschen Stauraum verloren, das Jackenfach, das typische, hat man nicht. Aber es ist einfach ein anderes Gefühl, wenn man hier sitzt und sich nicht beim Hinsetzen schon bücken muss. Dafür muss ich mal sagen, haben wir ein Fahrzeug hier. Ja. Was wirklich mal zwei Kleiderhaken hat. Was bei manchen relativ selten ist manchmal, dass man da wirklich mal einen Kleiderhaken hat. Die meisten müssen dann selber zur Tat schreiten. Das haben wir dann hier schon mal drin. Das ist schon mal soweit ganz gut. Also ich finde, das ist ein gelungenes Gesamtkonzept von dem Fahrzeug, definitiv. Wie kommt der an? Sehr gut. Wirklich sehr, sehr gut. Und das wurde mir auch von den Kollegen heute nochmal bestätigt, was die Verkaufszahlen angeht. Ja. Ist der Dreher oder ist der Ausklapper? Ah ja, der ist zum Drehen. Das Dreher hat natürlich eine Arretierung unten runter. Ne? Ja. Okay. Ja, hier kannst du locker mit vier Personen sitzen. Und Tisch ist ja auch absenkbar. Fuß einklappen, einen tiefer setzen. Dann können wir hier den netten Schlafplatz auch machen. Das ist gar kein Problem mehr. Das heißt, dadurch, dass du hinten es aufrüsten kannst, kannst du hinten zu dritt vielleicht liegen. Selbst, ja, sagen wir mal, zwei. Theoretisch sogar zu viert. Kind. Ja. Muss man sich sehr, sehr lieb haben. Aber wenn man, ich sag mal, jetzt wirklich mit kleinen Kindern fährt, ja.
jetzt so, ich sag mal, bis 8 Jahre alt sind, ja, wäre das überhaupt kein Problem. Ja. Wenn man hier auch zu viert fährt. Ja, ja. Okay. Naja, einer hier vorne und drei. Mit Erwachsenen muss man sich schon lieb haben. Ja, naja, manch einer steht ja drauf, könnte ich jetzt sagen. Aber das habe ich nicht gesagt, das habe ich. Es gibt ja auch mal eine Schlechtwetterfront, ne? Da muss man sich auch mal verstehen. Man hat ja nicht nur Sonnenscheinwetter. Ja. Man versucht zwar immer dem Sonnenschein hinterher zu fahren, aber klappt nicht immer. Okay. Marco, hast du noch irgendwelche besonderen Highlights, Specials, die wir noch erwähnen müssen? Ansonsten würde ich sagen, bedanke ich mich für die Roomtour. Sehr gerne. Nochmal kurz ins Bild. Und wer Interesse hat, ich schreibe euch die Kontaktdaten in die Videobeschreibung, so wie ihr es kennt. Ja, also Auto, Hof, kann man richtig Hof schon sagen? Nee, Autohaus eher. Automobile Hillebrand. Automobile Hillebrand. In Paderborn. In Paderborn. Aber auch noch hier auf der Messe bis nächste Woche Sonntag, also sprich noch locker 8 Tage. Genau, einmal bei Jottiline in der 11, sorry, dass ich unterbreche. Nein, alles gut. Und einmal bei Pilote in der 17. Du bist ja mehr bei Pilote, deswegen steht es da auch, aber ansonsten auch bei Jottiline hier in der 11 und Pilote war in der 17. Genau. Dann müssen wir uns morgen dann auch nochmal treffen. Machen okay, Marco, ich danke dir und André von Wenn Berlin sagen ciao, ciao und freuen uns beim anderen Video euch wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann, tschüss. Ciao.